Mein Name ist Raphael Graber, ich leite das Cloud Competence Center bei der Helvetia Versicherungen. Die Helvetia Versicherungen sind ein Schweizer Versicherungskonzern. Wir bieten in der Schweiz Versicherungsprodukte an für Privatkunden und Firmenkunden. Und daneben haben wir in Europa verschiedene Ländergesellschaften. Und global haben wir auch verschiedene Produktlinien, wo wir Produkte anbieten für Kunstversicherungen, Transportversicherungen oder auch für Produkte in der Raumfahrt. Treiber für unsere Cloud-Journey sind vor allem, dass wir eigentlich Zugang haben wollen zu innovativen Technologieplattformen. Weil wir sehen, mit dem technologischen Wandel, der so schnell ist, dass wir dort als Firma möglichst Zugang haben zu diesen neuen Technologien. Daneben haben wir auch unsere IT-Landschaft standardisieren und auch die Automatisierung weiter vorantreiben. Und da bietet halt Public Cloud sehr viele Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Wichtig bei einer Cloud-Transformation ist, dass eigentlich die Cloud-Transformation kein reines IT-Thema ist. Das heisst, man muss eigentlich von Anfang an alle wichtigen Stakeholders in der Firma einbeziehen und sie auch mitnehmen auf die Reise. Ein anderer wichtiger Punkt ist eigentlich, dass man jemanden im Management hat, im Top-Management, der das Ganze unterstützt. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man seine Mitarbeiter auf die Reise mitnimmt und sie auch adäquat schult. Unsere Journey hat so ausgesehen, dass wir zuerst einmal eine Cloud-Strategie geschrieben haben. Basierend auf der Cloud-Strategie haben wir dann unsere erste Public Cloud evaluiert und haben dann auch als erste Massnahme eigentlich ein Cloud-Kompetenzzenter aufgebaut. Wir sind dann eigentlich schrittweise vorgegangen, dass wir zuerst mit einfachen Applikationen gestartet haben, dort Erfahrungen gesammelt haben und dann immer wieder weitergegangen sind. Heute sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir über 40% von unseren Applikationen in der Cloud haben und dass wir eigentlich hier stetig weiter Systeme in die Cloud transformieren. Mein Name ist Martina Rakaric, ich bin Account Managerin für Finanzkunden bei der Amazon Web Services. So wie bei der Helvetia sehen wir auch bei anderen Kunden, die Cloud Journey ähnlich starten. Kunden starten mit kleinen Projekten, mit Pilotprojekten und expandieren einfach weiter und nehmen mehr und mehr Applikationen in die Cloud. Das Cloud Competence Center ist vor allem dort, um die Cloud-Strategie umzusetzen. Dort sind wichtige Ziele einerseits das ganze Cloud-Plattform-Management, wo wir halt die ganzen Public-Cloud-Plattformen betreiben und verantworten. Daneben machen wir auch sehr viel im Cultural Change, weil Cloud-Transformation bedeutet halt auch für die Mitarbeiter einen Wechsel. Es ist nicht das Gleiche wie ein Data-Center, das man betreibt. Dort ist vor allem auch wichtig, dass man die Mitarbeiter auf die Reise mitnimmt und sie adäquat schult. Und dann schauen wir natürlich auch, was es für innovative Services gibt und wie können wir die bei uns im Fachbereich auch adaptieren. Wichtig von einem Cloud-Kompetenz-Team haben wir auch in anderen Industrien und bei anderen Kunden gesehen. Es ist wichtig, alle Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen, die Cloud-Journey zu begleiten und einfach Mitarbeiter zu schulen. Das Cloud-Kompetenz-Team verbreitet die Kultur von der Agilität und schnelleren Time-to-Market, um den Endkunden einfach eine bessere Experience zu bringen. Für uns ist wichtig, dass wir unsere Mitarbeitenden können adäquat schulen können. Als Versicherungskonzern, der halt auch reguliert ist, ist es aber auch wichtig, dass wir natürlich unseren Mitarbeitern mitgeben, wie wir überhaupt Cloud-Technologien einsetzen wollen. Denn in der Cloud bietet sehr viele Möglichkeiten und zum Teil möchten wir gar nicht all die Möglichkeiten auch nutzen oder können die auch nicht nutzen. Daneben ist es aber auch so gewesen, dass wir vor allem Glück haben, dass mit den Providern oder den Plattformen, wo wir zusammenarbeiten, dass wir dort auch unsere Leute dezidiert schulen, respektive für die einzelnen Rollen auch adäquate Schulungen zusammenstellen, zusammen mit Partnern. Als Endkunde ist natürlich wichtig bei einer Versicherung eigentlich die Interaktion, die man hat mit der Versicherung. Und für uns ist es vor allem wichtig, dass wir eigentlich den Bedürfnissen von unseren Kunden gerecht werden. Wir möchten eigentlich für unsere Kunden da sein und aber auch die Zusammenarbeit zwischen Kunden und uns so einfach wie möglich gestalten. Gewisse Kunden schätzen es immer noch sehr, dass man das Vier-Augen-Gespräch hat, wo der Berater halt auch heimkommt. Aber andere Kunden, gerade Familien, sind vielleicht auch froh, wenn Kinder mal schlafen, dass sie dann noch per Chat halt gewisse Sachen klären können. Und dann haben wir auch noch unsere Online-Versicherung Smile, wo wir jetzt ein ganz neues Angebot haben, wo man eigentlich über eine App mit uns in Kontakt treten kann, respektive auch alle Versicherungsprodukte über die App verwalten kann.